heißt es, dass die dritte und letzte freie Trainingssession des Wochenendes. Wenn wir unser Qualifying-Programm durchführen wollen, was ich dringend empfehle, ist das unsere letzte Chance.
Der Frontflügel ist schwer beschädigt. Wir registrieren einen deutlichen Abtriebverlust.
etwas Zeit rausholen können. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Raikkonen, Rosberg und Sebastian Vettel. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Rat mal, wer heute in den Klatschblättern steht. Jeder scheint über deinen neuen Rivalen zu sprechen. Sieh dir seine Statistik an. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende.